drückt dann F3 und G. Es gibt jetzt einen kleinen Trick, den ihr während des Minen machen müsst. Und da habe ich schon so viele gesehen, die sich darüber aufgeregt haben, im Forum geschrieben haben oder in YouTube-Videos total wütend geworden sind. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video Hypixel Skyblock. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Viech hier bauen könnt, die Cobblestone Farm, und wie ihr mit ein paar Tricks und Glitches die Effizienz um einiges verbessern könnt. Kommen wir zu den Materialien, die ihr für den Bau brauchen werdet. Ihr werdet etwas Glas brauchen, damit ihr Fehler schneller entdecken könnt in der Wand. Ein paar Baublöcke, ich nehme jetzt hier Quarz, Cobblestone, ein paar Schilder. Dann zwei Obsidian und einige Lava-Eimer, das ist eine ganze Doppelkiste voll, plus zwei weitere. Als weiteres braucht ihr noch Wasser, da könnt ihr euch schon Wassereimer zurechtlegen oder einfach eine Wasserquelle nebendran packen. Und dann noch die Teleport-Pads aus der Enderperlen-Kollektion. Ich würde auch noch empfehlen, ein Schwert zu nehmen, falls euch Mobs angreifen während des Baus. Dann eine Pickaxe und eine Axe, falls ihr irgendwelche Fehler macht. Wenn ihr die Mushroom Soup schon in der Pilzkollektion freigeschaltet habt, dann ist das auch ein netter Bonus, aber die Farm könnt ihr auch gut ohne bauen. Ich würde es aber empfehlen, wenn ihr viel auf der Insel baut, einmal zum Mushroom Island zu gehen und dort 1000 Pilze zu farmen. Das dauert 15-20 Minuten und fertig ist das Ding. Gut, dann sind wir damit fertig und dann können wir auch schon gleich mit dem Bauen anfangen. Dafür braucht ihr mindestens Version 1.10 oder eine höhere und drückt dann F3 und G gleichzeitig. Das zeigt euch dann, wie ihr hier sehen könnt, einen Chunk an. Ein Chunk in Minecraft ist 16x16 breit und lang und in die Höhe geht so hoch, wie ihr bauen könnt, so wie nach unten. Was das ist, ein Chunk lädt quasi separat von einem anderen. Also dieser eine Chunk lädt separat von dem nächsten Chunk. Und wenn ihr jetzt mit dem Teleport-Pads von der einen Seite von eurem Chunk zum anderen teleportiert werdet, dann ist da deutlich weniger Lag, wenn das alles im gleichen Chunk passiert. Wenn ihr euch jetzt eine Cobblestone-Farm über eure ganze Insel baut und dann von der einen Seite über mehrere Chunks wieder zur anderen Seite teleportiert werdet, dann kann das zu Lags führen oder ihr springt dann so komisch rum und das wollen wir nicht. Und außerdem ist eine Cobblestone-Farm mit der Länge von einem Chunk wunderbar ausreichend. Wenn ihr jetzt euren Chunk gefunden habt, dann könnt ihr euch den markieren und wieder in die Version 1.8 wechseln, wenn ihr das mögt, weil in Minecraft 1.10, da hüpft ihr automatisch auf Blöcke und zum Bauen ist das vielleicht etwas schwieriger. Gut, zum Anfang holen wir uns dann alle Blöcke ins Inventar und fangen dann an mit den Baublöcken, bauen eine Reihe aus 5 Blöcken mit einem in der Mitte frei und ziehen diese ganz nach vorne dann. Rechts setzen wir jetzt innen einen Glasblock und ziehen die andere Seite 2 Blöcke hoch und setzen hier am Ende auch noch einen Glasblock hin und auf der anderen Seite setzen wir überall noch einen Block drauf. Mit F3 und G könnt ihr jetzt wieder die Chunks ausschalten und jetzt setzen wir die 14 Schilder nach innen hin und außen werden 2 Blöcke freigelassen. Als nächstes zeige ich euch jetzt, wie ihr den Wasser- und Lava-Teil baut. Dafür fangen wir mit dem Glas an und setzen hier eins hin. Ein Baublock kommt dann in die Ecke. Das gleiche machen wir dann auch auf der anderen Seite. Zunächst fangen wir jetzt mit der linken Seite an, also bei der Seite mit der Lava, und setzen jetzt erstmal Cobblestone in der Mitte, damit da nichts rausfließt. Also wir setzen jetzt 3 Cobblestone hier hoch. Am Ende werden es insgesamt 6 aufeinander sein. Dann ziehen wir das hier noch einen Block hoch und setzen jetzt hier eine Reihe Glas hin. Hier kommen dann 2 Baublöcke hin und hier noch 2 Glasblöcke. Dann erweitern wir noch die Cobblestone-Wand in der Mitte. Jetzt können wir uns auch schon unsere Lava-Eimer holen und fangen jetzt an mit dem Befüllen. Dafür könnt ihr die Mushroom Soup benutzen. Die ist jetzt ganz nützlich, weil ihr da immer hochfliegen könnt und euch die neuen Lava-Eimer holen könnt. Aber ihr könnt euch natürlich auch hier Leitern oder eine Treppe bauen. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht den unteren Teil befüllt, weil das wäre einfach Verschwendung. Ihr fangt bei dem zweiten an und setzt dort eure Lava einmal hin und dann fließt es runter und führt das dann jetzt noch die Reihe fort.
Wenn ihr damit jetzt fertig seid, dann nehmt ihr wieder eure Glas- und Baublöcke und setzt obendrauf noch eine Reihe Blöcke. Und dann fangt ihr mit der nächsten Reihe an und setzt wieder die Lava-Eimer. Und dann das gleiche Spiel mit der dritten und vierten Reihe. Ihr könnt auch jetzt schon gleich zweimal die Glas- und Baublöcke hochsetzen und dann mit Lava befüllen. Und dann das Cobblestone in der Mitte nachziehen und dann noch die letzte Reihe mit Lava befüllen. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann habt ihr am Schluss nur noch einen Lava-Eimer übrig. So, das ist jetzt fertig mit dieser Seite. Jetzt können wir auch zum Wasser kommen. Beim Wasser können wir die Wände jetzt bis ganz nach oben fertig machen, weil das Wasser befüllen wir erst ganz am Ende. Also wir können jetzt das Glas und unsere Baublöcke bis ganz nach oben ziehen und in der Mitte werden wir jetzt noch das Cobblestone 1 höher setzen, weil das Wasser wird neben die höchste Reihe Cobblestone kommen, also die sechste Reihe. Und jetzt zieht ihr noch den Rest der Wände hoch auf die Höhe der Cobblestone-Blöcke und könnt jetzt für die Wände euer Glas benutzen und für die Ecken eure Baublöcke. Zum Abschluss könnt ihr noch oben drauf eine Reihe von euren Baublöcken setzen. Und dann setzt ihr oben rein eure 14 Wassereimer. Als Abschluss könnt ihr jetzt euer Cobblestone noch eins erweitern und ganz unten ein Obsidian dran setzen. Das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite auch. Das Obsidian hilft euch, dass ihr beim Farmen dort nichts abbaut. Ihr könnt das hier auch offen lassen. Aber das ist ganz geschickt mit dem Obsidian. Jetzt nehmt ihr euch eure Teleport-Pads und setzt an den Anfang eins und an das Ende kommt auch eins, jeweils unter dem Obsidian-Block. Dann geht ihr zu dem, das bei euch das Ende ist und rechtsklickt drauf und merkt euch noch bevor, welche Farbe das erste hatte. Ihr klickt dann auf Change Destination und wählt das erste aus. Wenn ihr jetzt nur eins habt, dann wird auch nur das erste da sein. Wenn ihr jetzt da drauf geht, dann werdet ihr direkt zum Anfang gewarpt. Das war jetzt der Bau der Farm, jetzt kommen wir zum eigentlichen Cobblestone Farming. Dafür braucht ihr Tränke, und zwar Haste 3 Tränke, die schaltet ihr in der Cobblestone Collection frei. Als nächstes macht ihr dafür Water Bottles und Nether Warts in den Brewing Stand und dann kommt Coal rein, dann ein Enchanted Glowstone und als letztes noch ein Redstone. Dieses Redstone verlängert euch die Zeit. Wenn ihr ein normales Redstone einsetzt, dann wird er ungefähr 8 Minuten gehen, mit Enchanted Redstone 16 Minuten. Und da müsst ihr euch überlegen, ob sich die 16 Minuten wirklich für euch lohnen oder ob ihr wirklich die 2,5 Stacks Redstone ausgeben wollt. Während das jetzt braut, können wir uns mal die Spitzhacke anschauen. Das ist eine Spitzhacke mit Effizienz 5 und Telekinesis 1. Wichtig ist auch keine Diamantspitzhacke, sondern eine goldene, damit ihr den Cobblestone instant abbauen könnt. Bevor ihr jetzt anfangt, würde ich euch empfehlen, euer ganzes Inventar zu entleeren und dann, wenn ihr euren Trank getrunken habt, dann fangt am besten gleich an, um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren und ihr schaut einfach nach oben, haltet eure linke Maustaste gedrückt und meint. Es gibt jetzt einen kleinen Trick, den ihr während des Minen machen müsst und da habe ich schon so viele gesehen, die sich darüber aufgeregt haben, im Forum geschrieben haben oder in YouTube-Videos total wütend geworden sind. Wenn ihr jetzt in der Mitte unten schaut, dann geht mein Mining die ganze Zeit hoch, immer um 5 mehr und so weiter. Aber wenn ich jetzt 3-4 Mal hier lang gelaufen bin, dann stoppt das plötzlich jetzt bei 2568. Und da gibt es jetzt einen kleinen Trick, den ihr machen müsst, damit das die ganze Zeit weiterläuft. Damit ihr das Mining weiterbekommt, die Mining XP und damit eure Cobblestone Collection auch weitergezählt wird. Also, wie funktioniert das jetzt, dass es die ganze Zeit weitergezählt wird? Hypixel trackt eure Bewegung, während ihr farmt. Also egal was ihr macht, Hypixel trackt, ob ihr euch bewegt und ob sich euer Kopf bewegt. Und wenn eines von den beiden nicht passiert, dann hört auch eure Mining XP irgendwann auf zu zählen. Also, was ihr machen müsst, ist, während ihr jetzt meint, euren Kopf immer leicht nach vorne bewegen, wenn ihr wieder zurück tippet werdet und dann wieder nach oben schauen. Also leicht nach vorne bewegen und dann wieder nach oben schauen. Also so leicht nach vorne und wieder nach oben. Und damit zählt das jetzt die ganze Zeit weiter, während ihr meint. Wenn jetzt euer Inventar voll ist, dann legt ihr euch 5 Cobblestone-Blöcke in eure Werkbank und craftet das alles zu den Enchanted Cobblestone-Blöcken um. Manchmal werdet ihr Fehler in eurer Farm sehen, also dass Wasser in der Mitte ist oder Lava in der Mitte. Das könnt ihr ganz leicht beheben und würde ich euch auch empfehlen zu beheben.
weil das verringert die Effizienz eurer Farm sehr. Da könnt ihr einfach einen Block hinsetzen und dann wieder abbauen an der Stelle, wo es kaputt ist, oder zum Hub connecten und wieder zurück auf eure Insel, und dann sollte es wieder gefixt sein. Nach 16 Minuten habe ich jetzt knapp einen Stack Enchanted Cobblestone Blöcke hinbekommen. Ich glaube, ihr könnt da deutlich mehr hinbekommen, da ich auch viel erklärt habe und die Fehler behoben habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr in 16 Minuten hinbekommen habt. In den nächsten Folgen werde ich mal herausfinden, ob es was bringt, wenn man mit Speed hier durchrennt, oder ob das nur zu mehr Bugs führt und man dann weniger bekommt. Also nicht vergessen zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Um euer Enchanted Cobblestone jetzt zu verkaufen, würde ich das auf jeden Fall ins Auktionshaus stellen, für ungefähr 53.000, die gehen dann für etwa 60.000 bis 80.000, beim NPC bekommt ihr deutlich weniger. Ihr könnt auch, wenn ihr es schon freigeschaltet habt, den Super Compactor 3000 craften, wenn ihr dafür genug Redstone habt, und den dann verkaufen, der geht für noch mehr. Das war's mit der ersten Folge von Hypixel Basics. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, das würde mir riesig helfen. Ansonsten gerne abonnieren, und in der nächsten Folge werden wir uns anschauen, wie ihr die Sandkollektion freischalten könnt, ohne je einen Kaktus zu farmen. Bis dahin, macht's gut.